Zwei Weltmarken des Sports. Geboren aus Hass. Im erbitterten Streit zweier ungleicher Brüder. Rudolf war nur nicht, er war nur selten im Betrieb zu sehen. Der war mehr Bürokrat. Und Adolf Dassler, der war eben der Fachmann. Aus einer Familienfehde entstehen zwei Welten und die Konzerne Adidas und Puma. Nachbarn und Feinde bis ans Lebensende. Wenn sie in ein Gasthaus gingen und an den Tisch saßen Adidas-Leute, setzte sich kein Puma-Arbeiter dazu hin. Es war eigentlich bei jedem Spiel eine große Rivalität da. Die Geschichte eines Bruderpaares, aus dem Rivalen wurden, Rudolf und Adi Dassler. Ich, Adolf Dassler, habe schon immer davon geträumt, Sportschuhe für die besten Athleten der Welt zu machen. Ich möchte den perfekten Schuh entwickeln, dessen weiches Leder dem Läufer einen Vorteil verschafft. Deswegen experimentiere ich mit meinen eigenen Entwürfen. Rudolf, ich weiß, du magst nicht glauben, dass schon ein einziges Qualitätsprodukt den Umsatz ankurbeln kann. Nein, Adolf, du bist bis ins kleinste Detail besessen von diesem Schuh. Du bist der Jüngste in der Familie und möchtest unserem Vater gefallen. Ich gebe zu, du hast wie er ein besonderes Talent dafür. Aber du alleine kannst nicht die erste Goldmedaille für unsere Firma holen. Denn ich, Rudolf Dassler, bin der, der die Kontakte pflegt und unsere Schuhe verkauft. Wenn nicht, legen sie wie Blei in den Regalen, so leicht sie auch immer sein mögen. Mit jedem sportlichen Wettkampf verkaufen wir mehr Schuhe. Und die Olympischen Spiele von Berlin scheinen mir sehr vielversprechend. Ich interessiere mich nicht für Politik und bin doch wie die meisten Bürger von Herzogenaurach 1935 den Nazis beigetreten. Aber meine einzige Politik ist der Sport. Ich stimme dir zu, Adolf. In diesen Zeiten wird Politik mit jedem Tag mehr zu einem Teil unseres Lebens. Ich bin auch Parteimitglied und trainiere die Hitlerjugend von Herzogenaurach. Alles dreht sich ums Verkaufen. Deswegen suche ich die Nähe einflussreicher Menschen. In unserem Geschäft wird einem nichts geschenkt. Ich bin stolz, dass die meisten deutschen Athleten bei den Olympischen Spielen in Berlin unsere Schuhe tragen. Wir brauchen mehr Sportler und nach Möglichkeit die Besten. Egal, wer sie sind und woher sie kommen. Als eröffnet! Mein Ziel ist der schnellste und stattlichste Mann der Welt, Jesse Owens. Er ist ein Amerikaner, ein Schwarzer, und wenn er nicht trainiert, arbeitet er in einer Schuhfabrik. Ich sehe darin ein Zeichen. Er hat zwei Goldmedaillen über 100 Meter und im Weitsprung gewonnen. Ich habe ihm drei Paar eigens für ihn gemachte Schuhe zukommen lassen. Ich gehe das Risiko ein, von der Parteilinie abzuweichen. Er ist der Sportler, der ich gerne wäre. Owens hat für die 200 Meter trainiert und er trägt Dasslers mit besonderen Spikes für Aschebahnen. So leicht, dass er damit fliegen kann. Und das hat er gemacht. Er ist geflogen und hat gewonnen. Es war ein mutiger Schritt, der einfach auch zeigt, wie sehr die beiden mit ihr Metier verhaftet waren. Wie wichtig ihnen es war, für die Sportler etwas zu darzustellen oder herzustellen, mit dem sie einfach besser arbeiten konnten. Das war wirklich, das kam aus dem tiefsten Inneren heraus, die ganze Sache, und war für sie immens wichtig.
Ich werde eingezogen mit 40 Jahren. Mein Bruder kümmert sich um meine Frau, meinen Sohn Horst und meine Jüngste, Inge. Es bringt mich um, meine Werkstatt verlassen zu müssen. Wer wird nun weiter Sportschuhe entwickeln? Etwa Rudi? Natürlich könnte ich das. Aber unsere Fabrik wurde gerade beschlagnahmt. Wir müssen nun Gürtel, Rucksäcke und Panzerteile herstellen. Und wir haben zu wenig Arbeiter. Ich habe vergeblich versucht, Kontakte spielen zu lassen, aber auch wir müssen unseren Beitrag zu diesem Krieg leisten. Ich wurde nur für 3 Monate eingezogen. Man entschied, ich sei für den Betrieb der Firma Dassler unentbehrlich. Ein Beweis dafür, wie wichtig meine Rolle ist. Ich dagegen wurde eingezogen und nach Polen geschickt. Wie ungerecht. Bin ich für die Firma nicht ebenso unentbehrlich wie Adolf? Ich wurde einem Büro des Finanzministeriums zugeteilt. Seit wann schickt man die älteren Brüder weg und behält die jüngeren zu Hause? Rudi, du hast mir aus Polen geschrieben. Lieber Adolf, ich werde nicht davor zurückschrecken, eine Betriebsstilllegung zu beantragen, damit auch du einer Tätigkeit zugeführt wirst, bei der du den Vorgesetzten spielen kannst und als erstklassiger Sportler Gewehrträger wirst. Rudi, hast du derart wenig Vertrauen in mich, dass du mir so etwas schreibst? Letzte Nacht wurde Nürnberg zerbombt. 1945. Die Russen rücken näher. Wir fallen unweigerlich in die Hände dieser Unmenschen. Ich desertiere und flüchte. Nach Herzogenaurach. Wen kümmert es, dass ich ja friere? Ich will heim zu meiner Frau und meinen beiden Söhnen Armin und Gerd. Ich hatte es fast bis nach Hause geschafft, als die Amerikaner mich festnahmen. Jemand hat mich verraten. Ich wurde nach Hammelburg gebracht. Adolf, meine Identifikationsnummer ist 2597. Bitte hol mich aus diesem Lager. Mein Platz ist in unserer Fabrik. Ich weiß, du möchtest das Geschäft alleine führen, aber so etwas kannst du nicht getan haben. Nein, es war deine Frau, Käthe. Sie muss mich gemeldet haben. Der Krieg ist vorbei. Wir nehmen die Arbeit wieder auf und produzieren Schuhe. Rudolfs Wesen hat sich seit seiner Rückkehr aus Hammelburg verändert. Unser Haus, in dem wir die letzten 10 Jahre gemeinsam lebten, ist zur Hölle geworden. Die Wände erzitterten unter seinen Wutausbrüchen. Täglich geraten unsere Familien in Streit. Zudem sitzt mir der Entnazifizierungsausschuss im Nacken. Ich gelte als Belasteter, der am Nazi-Regime beteiligt war und davon profitierte. Wenn ich mich nicht selbst verteidige, wird mir das Geschäft weggenommen. Ich hoffe, dass nicht du dahinter steckst, Rudolf. Ja, ich habe meinen Bruder beim Ausschuss angezeigt, ohne jede Bedenken. Das ist meine Rache. Adolf, ich traue dir nicht mehr. Du hast mich zu oft verletzt und betrogen. Es gibt kein Zurück mehr. Wir haben nichts mehr gemein. Trennen wir uns, bevor es zu spät ist. Im Frühjahr 1948 hört die Firma Gebrüder Dassler auf zu existieren. Die Arbeiter mussten in Stäbereisaal alle zusammenkommen. Dann hat der Chef das verkündet, hat aber gleich auch dazu gesagt, die Arbeiter können sich frei entscheiden, bei wem sie bleiben wollen oder zu wem sie gehen wollen. Diese Leute hier, die haben sich da entschieden, mit Rudolf zu gehen. Und die 13 Mann haben dann versucht, zusammen mit Rudolf den Betrieb aufzubauen. War keine leichte Zeit. Wir mussten Kalk löschen, Zement schleppen. Und was sonst nur Maurerarbeiten waren, mussten wir verrichten. Ja. Und endlich ging es dann los.
mit einem ganz leichten, primitiven Turnschuh. Und dieser Turnschuh, der hatte vorne und hinten Querstreifen. Und diese Lektion ist beim Sportler nicht angekommen. Jetzt hat man natürlich krampfhaft überlegt, was macht man. Und dann kam man auf die Idee, vulkanisierte Sohlen drauf zu machen. Und das war der Schlager dann. Der Turnschuh ging weg wie warme Semmeln. Und da war natürlich der Chef überglücklich, ja. Ich stelle mich dem Kampf. Ich muss nun zeigen, dass ich ebenso einfallsreich wie Adolf sein kann. Der große und der kleine Bruder stehen nun auf verschiedenen Seiten des Flusses Aurach. Auf in die Schlacht! Ich behalte die Fabrik und die Villa. Unsere Familie ist entzweit. Unsere Mutter Paulina und der älteste Bruder Fritz stehen auf Rudolfs Seite. Meine Schwester Marie blieb bei mir. Ich lenke mein eigenes Schiff, für das ich immer noch einen Namen suche. Die jeweils ersten beiden Buchstaben meines Vor- und Nachnamens ergeben Ada. Aber so heißen höchstens Kinderschuhe. Der Name soll für mich und meine Vision stehen. Adler? Nein. Adila? Auch nicht. Adidas. Ja. Ruda, das klingt albern. Und vieles andere auch. Was ist mit Puma? So nannte man mich als Kind. Das ist griffig. Jeder Sportler möchte ein Puma sein. Damals, als wir jung waren, keinen Kontakt zum anderen Teil der Familie. Die ganze Stadt Herzogenaurach war eigentlich geteilt. Das heißt, es gab einen Puma-Metzger und einen Adidas-Metzger. Die Leute haben sich nicht wirklich angesehen, auch miteinander gesprochen. Also in meiner Jugend gab es diese andere Familie eigentlich fast gar nicht. Die Kinder, die Enkel von Adolf Dassler, die Bendes, waren ungefähr in meinem Alter. Wir waren alle im Gymnasium, hier ein Ort, der ungefähr 10 Kilometer weit weg ist von hier. Und wir wurden mit dem VW-Bus von Puma, also ich mit meinen Freunden, dorthin gefahren. Und die beiden wurden mit dem VW-Bus von Adidas dorthin gefahren. Und wenn die beiden VW-Busse sich unterwegs getroffen haben, gab es ein Rennen, wer zuerst dort ist. Und da gab es auch Überholmanöver, die man heute nicht mehr machen würde. Aber das ging bis ins letzte Teil. Links der Aurach war Adidas, rechts der Aurach war Puma. Gab es früher auch ein schönes Schild mitten in Herzogenaurach, das den Weg gewiesen hat, links und rechts. Also die Rivalität war eigentlich grenzenlos. Das war das gleiche Ost-Berlin, sage ich manchmal, was hier passiert ist. Das, wenn Sie in ein Gasthaus gingen, und an den Tisch saßen Adidas-Leute. Setzte sich kein Puma-Arbeiter dazu hin. Umgekehrt genauso. Wenn hier Puma-Leute saßen, gingen die Adidas-Arbeiter weg. Ja. So war das. Puma geht es gut. Ich arbeite hart und investiere allen Gewinn in Maschinen. Und ich habe ein paar Geheimwaffen. Eine von ihnen ist Sepp Herberger, der unsere Fußballnationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in der Schweiz trainiert. Zum ersten Mal seit dem Krieg nimmt Deutschland wieder teil. Aber Sepp ist gierig. Er will 1.000 Mark pro Monat, damit die Spieler meine Marke tragen. Für wen hält er sich? Am Abend in der Sitzung erzählt der Chef, hat er gesagt, ich glaube, jetzt habe ich einen Bock geschossen. Ich habe den Sepp Herberger rausgeworfen. Der war mir zu unverschämt. Und der Sepp Herberger, der ging natürlich sofort zum Adi, zu seinem Bruder. Und der hat ihn mit offenen Armen empfangen. Und das war eigentlich für unseren Chef ein großer Fehler. Also ich denke, es war Anfang der 50er Jahre bestimmt ein ganz, ganz großer Einzelfall, dass jemand für seine Mitarbeit bei einer Firma, bei Entwicklung von Schuhen Geld bekommen hat. Ob das der erste war, kann ich nicht sagen, aber ich denke, das war bestimmt einer der ersten, ja. Im Sportbereich auf jeden Fall. Anders als du, Rudi, stört mich der Preis nicht. Ich will sehen, wie die Sportler meine Schuhe ausprobieren.
ihr Urteil hören und mit ihrer Hilfe mein Produkt verbessern. Die WM 1954 hat begonnen und ich habe eine revolutionäre Neuerung. Einschraubbare Stollen, die auf einem nassen Platz perfekten Halt geben. Am Finaltag wird es in Bern viel regnen. Dank meiner Stollen ist Deutschland gegen das favorisierte ungarische Team gewappnet. Schäfer, Serran, qui dribble et marquera du pied gauche le but de la victoire. Allemagne 3, Hongrie 2. Überglücklich fallen sich die Spieler in die Arme. Aus der Hand von Jules Rimet erhält Fritz Walter die goldene Trophäe. Dieser Sieg hilft uns, ein Kapitel der noch jungen Bundesrepublik Deutschland zu schreiben. Und Adidas hat zu diesem neu gewonnenen Stolz beigetragen. Schraubstollen. Ein Wunder ist geschehen. Und Adidas setzt eine Revolution in Gang. Adolf hat seinen großen Auftritt. Er liebt das Rampenlicht. Aber er kopiert und spioniert. Ich, Rudolf, habe diese Stollen entwickelt. Sie sind eine Puma-Erfindung. Der Puma schaut, dass er so viele Beweise wie möglich zusammenkriegt. Und der Adidas auch natürlich. Ja. Aber wenn man die Geschichte richtig verfolgt von dem Fußballschuh, in England hatten die schon um 1900, im Jahr 1900, schon mit Schraubstollen expandiert. Die haben das schon ausprobiert. Und in Deutschland kam das dann zu spät aufgrund der Verletzung von den Sportlern. Ja. Aber die beiden Brüder, die haben es geschafft, die haben die Schraubstollen eingeführt. Das muss man ihnen lassen. Und die Sportlerwelt war froh darüber, sehr froh. Aber auch ich habe meinen Moment des Ruhmes. Heinz Fütterer ist Europameister im 100- und 200-Meter-Sprint und trägt Puma. Dieser Titel ist für unser Land genauso wichtig wie der des Fußball-Weltmeisters. Und beim Fußball wird Adolf noch von mir hören. Meine Mannschaft in Herzogenaurach ist viel besser als seine. Also ich habe das mal bezeichnet als eine Art Stellvertreterkrieg. Das heißt, natürlich haben die beiden Chefs, Adolf Dassler und Rudolf Dassler, Möglichkeiten gesucht, wie man die eigene Sportfirma hier interessanter machen könnte, auch im Heimatort, auch hier in der Heimatstadt. Und Puma ist hier eingestiegen beim FC Herzogenaurach, Adidas eingestiegen beim ASV Herzogenaurach. Und die Rivalität, die schon immer bestand, hat sich hier in diese zwei Sportvereine sozusagen weiterentwickelt. Ja? Ist ausgetragen worden in diesen Sportvereinen. Es war eigentlich bei jedem Spiel eine große Rivalität da. Das hat dann die Brisanz von diesem Spiel auch ausgemacht. Es war also anders wie bei den anderen Spielen, wo man den Gegner nicht so kennt, wie also gerade hier im Lokalderby. Für meinen Sohn Horst sind die Olympischen Spiele 1956 in Melbourne die Feuertaufe. Er muss dafür sorgen, dass jeder künftige Olympiasieger Adidas trägt. Wir müssen gesehen werden. Um jeden Preis. Aber er soll ein würdiger Nachfolger sein. Ich riet ihm, sich vor Adidas-Spionen in Acht zu nehmen und sicherzustellen, dass er im Hotel nicht abgehört wird. Horst, mein Sohn, arbeitet großartig. Was immer er in Melbourne anfasste, es gelang hervorragend. Zuerst präsentierte er uns in der Stadt und schenkte allen Athleten Schuhe. Mit unserer Verkaufsabteilung ging er durch das olympische Dorf und schenkte auch dort den besten Sportlern unsere Produkte. Und in einem Geniestreich blockierte er beim Zoll die Freigabe der Puma-Lieferung. Adidas ist den anderen weit voraus. "62 Olympiasieger trugen unsere Schuhe. Wir sind Opfer unseres Erfolges, denn unsere Fabrik kann die Nachfrage kaum noch befriedigen. Wir gründen eine Niederlassung im französischen Dettwiller und mein Sohn Horst wird sie leiten."
Ich habe die 100 Meter überhaupt nicht geatmet. Da haben sie keine Zeit zum Atmen. Das geht so schnell, dass sie, das ist vorbei. In 10 Sekunden ist das vorbei. Ja. Und da gibt es nur eins, da gibt es nur das Ziel. Ziel vor Augen und so schnell wie möglich da sein. Bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom bekam ich meine Genugtuung. Der Gewinner der so wichtigen 100 Meter lief in Puma. Doch was trug er anschließend bei der Preisverleihung an den Füßen? Mit leichten Turnschuhen, die gerade rausgekommen sind von Adidas, stand ich um Siegerprotest. Ich konnte ja nicht mit den Nagelschuhen auf Siegerprotest gehen. Also habe ich eine andere Schuhe angezogen und das waren dann Adidas. Aber ich habe mir da nicht im Geringsten was dabei gedacht. Ja, aber die Medien anschließend, die haben natürlich tolle Dinge gemacht. Da gab es Geschichten, dass ich mit einem rechten Schuh Adidas und linken Schuh Puma gelaufen bin, was ja alles absurd alles war. Ja. Zuerst hieß es, der eine hat mehr bezahlt und überhaupt niemand hat was bezahlt. Bis zur Olympiade, es war noch, glaube ich, 1960 in Rom, war es nicht üblich, dass Sportler Geld bekommen haben, um Schuhe von einer bestimmten Marke zu tragen. Das hat 1960 mit dem Armin Hari begonnen. Und es war so, dass der Armin Hari seinerzeit sowohl von Adidas als auch von Puma Geld bekommen hat. Früher habe ich schon darüber nachgedacht, dass ich doch nur ein Spielball war und ausgenutzt wurde. Und beide wollten das optimal aus mir herausholen. Und ich kann alles haben, nur Unfairness nicht. Adidas hat sich von Armin Hari getrennt. Er soll auf der anderen Seite der Aurach bleiben. Der Puma hat mich angegriffen, aber ich werde mich wehren. Mein zweiter Sohn Gerd hat im Elsass Puma Frankreich gegründet. Er übernahm in Süfflenheim eine alte Schuhfabrik samt Personal. Ich darf den französischen Markt nicht Adolf und Horst überlassen. Vous saviez que l'on disait chez nous? Wissen Sie, was wir über diesen Konkurrenzkampf sagten? NG. Nix gehört. Wir wussten von nichts. Auf den Verkaufsmessen in München, Frankfurt und vor allem in Paris ging es immer darum, wer den größten Stand hatte. Es war ein ständiger Wettstreit der beiden Firmen. Wer war der bessere Gastgeber? Wir fuhren unglaubliche Mengen Champagner auf. Und unser Rivale machte es genauso. Der Sport verändert sich. Ich habe 10.000 Mark für einen Vertrag mit dem portugiesischen Fußballstar Eusebio ausgegeben. Früher kauften die Leute Schuhe aufgrund der Marke, heute wegen des Namens eines Sportlers. Ich muss mich auf diesen Wandel einstellen, bevor Adolf es tut. Adidas ist 20 Jahre alt, Puma 2. Wir verfolgen das gleiche Geschäftsmodell. Unsere Frauen, Kinder und sogar deren Ehepartner haben wichtige Positionen inne. Sie kämpfen mit uns gegen den anderen. Die nächsten Jahre werden hart. Und sie werden brutal, Adolf. Mein ältester Sohn Armin reiste für die Olympischen Spiele 1968 nach Mexiko. Nur wenige Tage nach einem blutigen Studentenprotest. Was mich am meisten sorgt, der Krieg gegen Adolf ist kostspielig geworden. Ich habe Armin viel Geld gegeben, um Athleten mit unseren Schuhen auszustatten. Adi Dassler hat immer gesagt, bring mir den schnellsten Mann und die schnellste Frau. Das ist das Wichtigste bei der Olympiade. Alle anderen Disziplinen waren uns nicht so wichtig. Also sind auch für 100 Meter und 200 Meter ist das meiste Geld bezahlt worden.
Das waren dann seinerzeit, Gott, im Vergleich zu heute, waren das, erstens waren das noch D-Mark-Beträge und keine Euro. Ne? Also ein 100 Meter Olympiasieger hat ca. 20.000 D-Mark kassiert. Während dem ein 10.000 Meter Läufer seinerzeit noch mit 5.000 zufrieden war. 1968 war der Krieg zwischen Adidas und Puma voll im Gang. Ich war recht bekannt in England und lief mit Adidas. Aber ich geriet mit deren englischen Vertreter in Streit und ein Freund bot mir an, mich an Puma zu vermitteln. Sie gaben mir 100 Pfund. Das klingt heute nicht nach viel, aber damals war es das Zehnfache wert. Ich hatte gerade geheiratet, brauchte einen Haufen Sachen und 100 Pfund waren eine ordentliche Summe. Natürlich war es illegal, aber sie gaben mir das Geld und ich lief eben mit Pumas. Und was passierte? Ich flog nach Mexiko und dachte, wir erhalten eine Menge Puma-Schuhe, aber es gab keine. Denn Horst Dassler hatte es geschafft, die Puma-Lieferung im Hafen zu blockieren. Er erzählte dem Zoll, die Marke hätte keine Einfuhrgenehmigung, was tatsächlich den Bestimmungen des Landes entsprach. Adidas hingegen konnte importieren, weil Dassler und Söhne immer vorausschauend plante und Monate zuvor eine kleine mexikanische Firma namens Adidas Canada gegründet hatte. Als einheimisches Unternehmen durften sie Adidas-Schuhe einführen. Puma hatte daran nicht gedacht und so hielt der Zoll ihre Schuhe unter Verschluss. Wir hatten Sombreros und T-Shirts, waren aber praktisch barfuß. Um den Streit nicht auf dem Rücken der Sportler auszutragen, ließ Adidas schließlich 100 oder 300 Paar Schuhe passieren und jeder Puma-Athlet erhielt ein Paar für die Spiele. Natürlich wollten wir nicht die Athleten unter Druck setzen, sondern Puma. Zum ersten Mal werden die Spiele weltweit im Fernsehen übertragen. Aber noch redet die ganze Welt über die beiden afroamerikanischen Sprinter John Carlos und Tommy Smith. Symbolisch mit erhobener Faust demonstrierten sie gegen die gesellschaftliche Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung. Sie gaben den Spielen eine politische Note und trugen dabei Puma. Was Rudolf wohl davon hält? Im ersten Augenblick war es vermeintlich ein toller Werbeeffekt, weil der Puma-Schuh mit dem Formstrip wirklich da sehr präsent auf der Bühne stand. Wo passiert schon mal, dass der Schuh einzeln da steht? Was jetzt in Deutschland auch vielleicht einen gewissen Werbeeffekt hatte, was aber in Amerika natürlich nicht gut ankam, weil in Amerika ist die Black Panther-Bewegung damals noch nicht unbedingt der Freund der Regierung gewesen, sage ich mal vorsichtig. Also hatte es für den amerikanischen Markt nicht unbedingt Vorteile, die ganze Sache. Also wurde Puma irgendwie in Amerika in Verbindung mit dieser Black Power Bewegung gebracht. Die Spiele kosten uns ein Vermögen. Aber 85% der Sieger tragen Adidas. Können wir uns das immer leisten? Solange der Puma umherstreift, bleibt uns keine Wahl. Aber keine Sorge. Unsere 9 europäischen Fabriken produzieren jeden Tag Tausende von Schuhen. Wir bringen große finanzielle Opfer, aber Adidas liegt in Führung. Unsere 5 Fabriken in Europa ändern daran nichts. Unsere Verkaufstechnik muss aggressiver werden. Mein Sohn Horst lebt im Elsass auf großem Fuß. Zur Einweihung des Adidas-Neubaus im französischen Landersheim kaufte er sogar ein Hotel neben der Fabrik, um alle Gäste unterzubringen. Er verschleudert Adidas-Geld und bittet anschließend um Hilfe. Er ist unersättlich. Und seine Mutter sagt, er ähnelt mir. Er stellt sogar Kleidung her, obwohl ich Adidas auf der Maxime gründete. Schuhe, keine Kleidung. Wäre er doch wie seine Schwestern. Sie stehen mir zur Seite und hören auf mich. Horst Dassler hat ja in Frankreich sehr große Erfolge gehabt. Und
man war in Herzogenaurach, wenn ich das so sagen darf, einfach neidisch auf die Erfolge, die er gehabt hat. Man hat ihm das nicht gegönnt. Es gab Jahre, wo die Konkurrenz zwischen Adidas Deutschland und Adidas Frankreich größer war als zwischen Adidas Deutschland und Puma. Für die Fußball-WM 1986 in Mexiko stellen wir den offiziellen Ball, den Telstar. In jedem Spiel werden wir präsent sein. Aber ein Mann ist spannender als der Ball, Pelé. Er ist zu teuer für Adidas und für Puma sicher auch. Ich glaube nicht, dass Rudi es versucht. Pelé wäre für Puma ein großes finanzielles Wagnis. Ich wusste nicht, dass Pelé ein so guter Schauspieler ist. Adolf, Armin hat den Vertrag hinter meinem Rücken geschlossen. Pelé kostet mich $25.000 für die WM und 100.000 in den nächsten 4 Jahren. Armin ruiniert mich. Ich hätte ihm das Geschäft nie anvertrauen sollen. Hat meinen Vater halt unheimlich gereizt, das zu machen. Und er konnte der Sache nicht widerstehen. Mein Großvater ist fast umgefallen. Ich gehört habe, der muss getobt haben bei $100.000 für einen Fußballer. Was soll das? Das waren nämlich die unterschiedlichen Ansätze der beiden, die da auch zum Vorschein kamen. Auf diesem Bild wirkt unsere Familie harmonisch. Aber Armin und Gerd geraten manchmal außer Kontrolle. Sie sind mehr Rivalen als Partner. Leider hat die Aurach nur 2 Ufer. Gerd hat in seinen 6 Jahren in Frankreich viele Schulden angehäuft und die Schlacht gegen Adidas im Elsass doch verloren. Er hatte viel Geld in Leder aus Südafrika investiert und stand bei der Bank in der Kreide. Aber er durfte seinen Plan nicht zu Ende verfolgen. Eines Tages fuhren viele deutsche Topmanager von Puma in ihren Mercedes-Limousinen vor. Armins Opel Senator stand auch da. Sie kamen alle in den ersten Stock, riefen das Personal zusammen und kündigten Armins sofortige Abreise an. Er sei nach Deutschland beordert worden. Das war's. Ich weiß natürlich, dass die Brüder immer wiederum in diesem Konkurrenzkampf waren und jeder wollte natürlich dann seinem Vater beweisen, dass er gut und besser ist als der andere. Aber wie Sie schon sagen, also die Rivalität der alten Herren, also Adi und Rudolf, hat sich dann auch in die Rivalität der Söhne von Rudolf weiter fortgepflanzt. Das war so ein Credo der Dasslers. Es gibt einen Weg, Pumas Erfolg zu behindern und neue Ertragsfelder zu erschließen. Die Idee ist ganz einfach. Wir müssen die Präsidenten aller Sportverbände zu Verbündeten machen. Mein Sohn Horst geht dieses Vorhaben perfekt an. Er wird ein einflussreicher Mann. Horst Dassler, ich fallait faire mieux que Puma. Für Horst Dassler stand fest, dass wir Puma schlagen müssen. Und tatsächlich war Puma gar nicht imstande, sich mit uns zu messen. Wir waren überall dabei, bei jeder Versammlung irgendwo auf der Welt. 1976 bin ich zum Beispiel 400.000 Kilometer weit gereist, um einen Verbands- oder IOC-Präsidenten oder einen Minister zu treffen, flogen wir überall hin. Ein Minister. Wenn man mit der Sowjetunion also einen Vertrag gemacht hat, dann hat man automatisch die anderen Länder, die Sie gesagt haben, ob das Bulgarien, Rumänien, Ungarn und alles drum, selbst die DDR war ja auch 100% bei Adidas, die hat man automatisch dazu bekommen. Aber das war nur eine Sache des Vertrauens, gegenseitiges Vertrauen. Na, und wir sind dort, wenn ich nach Moskau gekommen bin, dann bin ich schon am Flugzeug. Beim Aussteigen bin ich schon von einer schwarzen Limousine am Flugzeug abgeholt worden und außen vorbei an allen Zolldingen ins Hotel gefahren worden.
Wir haben nicht nur das Material geliefert, sondern wir haben auch bezahlt. Zum Beispiel, wir haben an die DDR, haben wir an den Sportbund der DDR, haben wir im Jahr, das hängt immer davon ab, mit Bonusse, was da noch mit dabei war, so im Schnitt zwischen 500.000 und 1 Million, auch in Bargeld bezahlt. Alles dreht sich nur noch um Geld. Die Spieler wollen ihr Stück vom Kuchen. Die Schuhe interessieren sie nicht. Nur was für sie herausspringt. Bei jeder WM seit 1954 habe ich zur deutschen Mannschaft gestanden, nach dem besten Leder und den besten Entwürfen für sie gesucht. Und nun drohen sie, die drei Streifen mit Schuhcreme zu übermalen, wenn sie nicht mehr Geld bekommen. Wir bezahlen. Aber zum letzten Mal. Die Nationalmannschaft sieht mich nie wieder. Ich bin entmutigt und traurig. Anders als Adidas haben wir nicht die Mittel, ein ganzes Team zu verpflichten. Daher habe ich einen Mittelstürmer ausgewählt, dessen Persönlichkeit überzeugt. Dieses Jahr ist der holländische Star Johan Cruyff unser Puma. Als einziger seines Teams weigerte er sich, die drei Streifen zu tragen. Adidas musste ihm ein Trikot mit zwei Streifen machen. Meine Zeit läuft nun ab. Alle sind bei mir. Meine Söhne Armin und Gerd, meine Frau Friedel und viele andere. Nur Adolf fehlt. Der Priester flüstert mir ins Ohr, dass mein Bruder mir verzeihen wird. Höre ich recht? Wo ist Adolf? Ich vermisse ihn. Ich ging nicht zu seiner Beerdigung, sondern schickte meine Tochter Birgit. Armin und Gerd stritten vor Gericht um die Macht bei Puma. Armin gewann. Nun ist er unser Gegner. Als Rudolf Dassler 1974 gestorben ist, hat ja sein ältester Sohn Armin Dassler die Firma übernommen. Es war damals eine Firma, ich glaube, um die 500 Millionen weltweit Mark Umsatz. Armin Dassler hat sich dann der junge Puma, der neue Puma genannt und hat gesagt, ich werde spätestens in 2-3 Jahren werde ich das auf 1 Milliarde Mark hochschrauben. Er hat alles in Bewegung gesetzt, im Sportmarketing, im Produkt, um einfach auf diesen Weg zu kommen. Und er hat den Weg, ja, der war richtig, aber eben er ging zuletzt dann in die Massenware. Und das war der ganz große Verhängnis für Puma, dass man zuletzt dann Schuhe hergestellt hat für 1990, wo dann wir ganz in der untersten Schublade gelandet sind und keine Qualität mehr hatten. Und deswegen war nur der halbe Schritt richtig, der Armin gemacht hat. Immer im Hinblick, Adidas ist immer voraus, Adidas hat 1 Milliarde mehr Umsatz, wir müssen das erreichen. Mein Sohn Horst hat heimlich eine Firma gegründet, die die Fußball-WM-Rechte an große Marken und Fernsehanstalten verkauft. Die Sportwelt liegt ihm zu Füßen. Er hält sich für unbesiegbar. Wieder geht es nur um Geld und Macht. Die Macht meiner deutschen Schuhe durch seine französischen zu ersetzen. Ich betrachte das als Kriegserklärung, mitten während der WM 1978 in Argentinien. Noch schlimmer als die Gründung seiner Firma für Schwimmbekleidung. Horst will zu schnell zu hoch hinaus, um jeden Preis. Wie das französische Team, das mehr Geld verlangt. Begreifen Sie nicht, dass für mich nur der Schuh zählt? Damals waren die Schuhe schwarz mit weißen Streifen. Dann wollten sie, dass wir die Farbe vor jedem Spiel nachziehen, damit jeder Adidas im Fernsehen klar erkennen konnte. Wurde ein Spieler für die Nationalmannschaft bestimmt, bekam er 300 Franc, um die Streifen nachzuziehen. Das war viel Geld.
Als wir uns für die WM qualifizierten, fragten die Älteren nach einer Erhöhung. Ich war noch jung und sagte nichts. Zwei Jahre ließ uns der Adidas-Repräsentant an eine Erhöhung glauben. Wir warteten und kurz vor der WM sagte er, ihr bekommt 302 Francs. Zwei Francs mehr. Sie hatten uns zum Narren gehalten. Und so zogen wir die Streifen nicht nach. Wir übermalten sie mit Schuhcreme. Nur ein stiller Protest, aber leider verloren wir an diesem Tag und die Geschichte wurde ein nationaler Skandal. September 1978. In meiner Heimatstadt Herzogenaurach ist es sehr heiß. Adidas geht es gut. Die meistgetragene Marke der Welt. Wir haben ein großartiges Hotel für Sportler und Politiker gebaut. Wir haben den Wettstreit klar gewonnen. Puma liegt weit hinter uns und kann uns wohl kaum noch gefährden. Ich bin 78 und möchte gerne noch einige Jahre arbeiten. Adolf und Rudolf Dassler liegen in Herzogenaurach begraben, auf unterschiedlichen Seiten des Friedhofs. Wie im Leben sind die Brüder auch im Tod getrennt. Nach dem Tod seines Vaters kehrt Horst Dassler nach Deutschland zurück, um mit seiner Mutter und den Schwestern Adidas zu leiten. Doch das Geschäft lässt nach, als zwei neue Mitbewerber auftauchen. Nike aus den USA und Reebok aus England, die beide günstig in Asien produzieren. 1987 stirbt Horst Dassler. Drei Jahre später verkauft Dasslers Tochter ihre Anteile an den Franzosen Bernard Tapie, der sie, als sich die Bilanzen nicht bessern, an seinen Landsmann Robert Louis Dreyfus weiterverkauft. Adidas geht an die Börse, startet ein Comeback und ist heute weltweit die Nummer 2, knapp hinter Nike. Puma rangiert abgeschlagen an dritter Position. 1989 verlieren Armin und Gerd die Kontrolle über Puma. Zwei Jahre später stirbt Armin Dassler mit 61 Jahren. Puma geht durch mehrere Hände, bevor der französische Konzern Kering die Aktienmehrheit übernimmt. 2006 kauft Adidas die Firma Reebok, nicht zuletzt, um sich in den USA gegen den Branchenprimus zu behaupten. Doch der Plan schlägt fehl. An Nikes Marktmacht scheint nicht zu rütteln. Am internationalen Peace One Day Tag 2009 beenden Angestellte von Adidas und Puma die ewige Fehde und treten zum ersten Freundschaftsspiel gegeneinander an.